Herzlich willkommen zu Hearthstone Versus. Es ist schon ein bisschen länger her, seitdem ich letztes Mal Hearthstone gespielt habe oder aufgenommen habe generell. Liegt daran, dass Hearthstone in letzter Zeit ein bisschen zu RNG-lastig wurde für mich und ich daran keinen Spaß mehr hatte. Allerdings, ich wurde gefragt, ob ich ein Versus machen will. Ich habe gesagt, natürlich, machen wir. Und vielleicht hat man schon gesehen, mein Gegner heute ist der Enix. Da ist er wieder. Schreib mir noch kurz zurück, dass es relativ egal ist. Relativ egal. So. Und dann würde ich sagen, wir spielen wie immer Best of 3. Heißt, wer zwei Siege macht, gewinnt. Und oh, ich fordere ihn dann mal hier raus. So. Fang. So. Mal schauen, was er so zu bieten hat. Ich denke, ich werde heute mal anfangen mit meinem Mobs-Deck. Priester, Diebe, Mobsen, versteht man, ne? Ich habe eine Karte drin, die ganz gerne in Rendering-Deck gespielt wird. Halt RNG-Decks und so ein Kram. Vielleicht sieht man sie sofort, wenn ich sie ziehe. Wäre auf jeden Fall sehr zu hoffen. Anduin gegen Gul'dan. Eure Seele wird mir gehören. Das Licht wird den Sieg bringen. So, man sieht schon Gedankenraub, Gedankenraub. Halt Mobsen, dunkler Wahnsinn, was Mobsen. Und dunkler Kultist. Also ziemlich dunkel alles. Ich behalte mal einen Gedankenraub und einen Kultisten auf der Hand. Wir haben sie Karte noch nicht gezogen. Schade. Das wäre aber auch zu gut gewesen. Grüße. Ja! War schon dabei. Ich grüße euch. So. Den Schattenbox habe ich im Deck drin. Das ist ganz praktisch eigentlich, ihn drin zu haben. Er bringt halt ein bisschen was. Und es kontert zu dem Wichtel. Pack ihn besser ran als die Klerikerin. Ich hatte zufälligerweise noch 300 Gold übrig, bevor ich das letzte Mal Hearthstone gespielt hatte. Ich frage Davon habe ich mir drei Classic Packs gekauft. Mann, hätte ich das gerne aufgenommen. Boah, da waren so gute Karten drin. Darunter zwei Legendary Karten. Und die eine davon ist so ganz gut im Design von seinen Karten. Es war nämlich ein Pirat. Und zwar der Oberpirat schlechthin. Und nein, nicht Edwin van Cleef. Er ist kein richtiger Pirat. Edwin van Cleef war ein... Was war das? Ein Zimmermann, glaube ich. Oh Mist. So, oh, die heilige Nova kommt gar nicht mal so schlecht. Die Verdammten stehen da. Mal schmeiß mal den dunklen Kultisten raus. Der kann eine Sache entfernen, ganz locker. Es sei denn, da kommt jetzt ein Seelenfeuer rein. Das wäre ein bisschen problematisch. Aralas. Eyo. Mach du mal. Ach du meine Güte, das könnte ein bisschen... Ah, vorbei. 1, 2, 3 Tote durch meine heilige Nova nächste Runde. Mein Schicksal ist besiegt. Ja. Das dürfte noch ganz gut passen. Oder ich könnte auch ihn heilen. Ich sehe mal kurz. 1, 4, 6, 9, 12, 14 Schaden. Ja, schade. Auf den anderen Mech wäre natürlich gut gewesen hier auf den Mech-Whopper.
Das wäre gut geworden, wenn er draufgegangen wäre. Aber RNG. Braucht halt ein bisschen Glück. Okay, er tradet den so rein. Nicht schlecht. Aua. 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 So. Oh, das ist... Ah, kommt vielleicht eine Runde zu spät. Also 1, 2, 3, 4 geht weg. Mein Schicksal ist und nicht mit. Im schlimmsten Fall hat er... Nee, hat er nicht. Okay. Nämlich die Explosion für 2. Gerade so. Höllenfeuer! Ha, Wichtel-Explosion. Ah, toll. Es hätten ja nicht 3 sein können. Schade. Gibt es was zu tüfteln? Ich weiß nicht warum, aber Hearthstone ist so ein Spiel, was extrem salty macht. Und seit Goblin vs. Gnome ist es nur schlimmer geworden. Wesentlich schlimmer. So, nicht gut. Na toll. Ich kann nichts entfernen. Gut gespielt. Das ist doof gelaufen. Thrall gegen Uta. Ich werde ehrenhaft kämpfen. Eure Zeit ist gekommen. Gedadlockt? Was? Was für ein Ding? Oh Mann. Paladin. Ah. Interessant. Dabei halte ich immer die Waffe des Felsbeißers. Ah, das ist ja die Karte, die ich angesprochen habe. Die schöne Karte, die ich gezogen habe. Der Tüftlermeister Oberfungst. Der in einem Schamanendeck echt hervorragend funktioniert wegen den Totems. Ich grüße euch. Ein Deadlock, das hört sich. Warte da auf dich. Ah. Ah. Wieder was gelernt. Grüße. Kann ich Bedarf würfeln? Kommt selten vor, dass ich was lerne, aber es kommt vor. Auch schön funktioniert der Tüftlermeister mit der Spinne. Wenn sie klein gemacht wird, dann hat man 2 gute Möglichkeiten, einen fetten Teufelsaurier rauszukriegen. Hihihi. Und der Teufelsaurier ist super. Außer man bekommt nicht den Teufelsaurier, dann ist er natürlich doof. Das ist jetzt gerade ein bisschen doof für ihn. Denn ich bekomme 2 kleine Spinnen. Und... ein Eichhörnchen. Mist. Meh. Du bist so süß. Oh. Ich mag Eichhörnchen. Einer meiner Lieblingstierchen. Mal abgesehen davon, dass Eichhörnchen irgendwie mit dem Teufel zu tun haben sollen. Hey, Eichhörnchen. Ich mag Eichhörnchen. Die sind so super. So, ist ein gutes Ziel. Zum einen, mein Erdkohle kommt raus. Ein gutes Ziel für mein Gesicht. Was war denn Tüftlermeister Oberfunks noch? Ich glaube, es war ein Ingenieurslehrer nur. An der Gnome. Leg diesen Apfel.
euren Kopf. Hm. Oh, ich glaube, da werde ich rein traden. Mit meinem Streitkolben. Melde mich zum Dienst. Ach, der Kacke. Boah, die werden alle gebufft, das ist heftig. Nein, mein Eichhörnchen. No. Boah, ey, das ist heftig. Au. Gut gespielt. Danke. Das ANG steht auf seiner Seite, aber wie lange noch? Da ich eh nichts spielen kann. Spellpower? Spellpower. Es tut mir leid, dass das geschehen ist. Oh yeah. Ah, der Ursprung allen ANGs. Der Schamane mit seinen Totems. Ein Hoch auf den Schamanen. Hey. Gewitter. Ach Mann, ich liebe sowas. Nochmal dieselbe Taktik? Nee. Aber hätte ich sie nicht entfernt, hätte er auf jeden Fall wahrscheinlich nachher seinen fetten Typen gehabt. Und das wäre richtig unschön geworden. Richtig, richtig unschön. So, hier möchte ich einmal ihn besiegen. Versuch's das wert, ja. Immer. So. Was tun? Wildgeist? Ja, Wildgeist. Und eventuell gleich einen Tranken, ein Totem noch rausholen. Ein Totem. So, aber erstmal kommt der Gnom weg. Keiner mag Gnome. Sie müssen vernichtet werden. Das ist so mein alter Taureninstinkt. Wenn ich einen Gnom sehe, muss ich ihn zertrampeln. Jetzt kommt die Weihe. Oder? Ne, muss er nicht mal. Hau mit deinem Hammer drauf. Hau mit deinem Hammer. Ja. Unnötig. Ah, wobei. Er kann trotzdem mit seinem Hammer draufhauen. Ja. Das wäre eine gute Wahl. Oh. Das ist ein schöner Echtsilber-Champion. Es wäre ja eine Schande, wenn damit was passieren würde. Leider kann ich damit nichts machen. Ha. Und zum Glück reicht es nicht aus für mein Elementar. Ach, ich mag meine Elementare. Leider kann ich nicht auf Urelementarist skillen. Sonst wäre der wahrscheinlich noch größer. Er darf zwei Karten ziehen. Okay. Und wenn ich es richtig gut spiele und er nichts spielt und glaubt, oh, ich kann nächste Runde Consecration spielen mit Equality vorher dran. Nein! Lower Tap kommt. Ah, verflucht. Melde mich zum Dienst. Füge dir selber Schaden zu. Dankeschön. Ich glaube, du könntest noch interessant werden, falls er ein Tyrion haben sollte. Andererseits... Ich nehme einen Schaden mit. Weil... Er kann nichts machen gegen Loatep. Haha. Außer Weihe, aber Weihe kostet 9 Mana. Und ob sich das lohnt? Hm. Aber sonst geht auch. Jetzt aber runter auf 9 Leben. Das ist eine gute Zeit, um ihn zu finishen. Mit einer schönen alten Combo. Dazu blauer Drache. In nicht die Karte, die ich haben wollte. Schade. Elemental
zeig mir den Weg. Dann buffen wir wenigstens unseren Golem. Ha. Ach ja, ich liebe diese Kombo. Dieser schöne Hammer, der meines Erachtens ein bisschen zu viel kostet. Ich meine, 3 Mana ist ein bisschen heftig. Nicht so schön. Nicht so schön. Jetzt kommt eine Weihe. Und er hat keinen Mana für eine zweite Weihe. Das Licht beschützt mich. War das gemein? Ich glaube ja. Das war ein bisschen gemein. Garrosh gegen Jaina. Ihr habt es so gewollt. Sieg oder Tod. Ach du meine Güte. Ach, meine Winzhorn-Harpie. Ja. Du bist ein bisschen sehr früh hier. Und auch hier habe ich einen Tüftlermeister drin. Einfach nur, falls ich ihn auf dem Feld habe und ihn nicht mehr brauche, weil ich zu viele, zu wenige Karten mehr im Deck habe. Der kann schon mal ein bisschen hilfreich werden damit. Abwarten, Kollege, abwarten. Abwarten. So, und da haben wir noch einen Akkulöfen. Na super. Erstmal Schilderung machen. Mech-Warper, Mech-Magier, unschön. Eine Quote von 2 zu 10. Oh. Das ist eine echt ärgerliche Quote. Hat aber einen guten Start. Wie mache ich das am besten? Ich werde auf jeden Fall eine Karte ziehen. Ohne Frage. Zweimal hinrichten. Ah, okay. Ich habe auch keinen Wirbelwind, leider. Wie mache ich das? Zurück an die Arbeit! Ja, das sind Krieger halt, die machen einen wirklich fertig am Ende hin. Leider Gottes muss man sagen, weil... Karten, jawohl. Danke. Blutschrei. Hi. Und... Ein wütender Berserker. Nett. Münze für einen Mana? Was macht er für einen Mana? Ah, Mechwarper, natürlich. Ah, lass mal schauen. Ich könnte Zerschmettern spielen und eine Karte ziehen. Oder aber ich spiele den Berserker. Und wieder nebenbei noch die andere Tante. Boah, ist halt echt mies. Weißt du was? Nee, das ist zu gewagt. Er pumpt auf jeden Fall einen Teufelsaurier. Ist halt mies. Ich zieh noch mehr Karten. Und hoffe, ich überziehe nicht. Ich dürfte nicht überziehen, außer er heilt ihn nachher hoch. Das wäre extrem suboptimal. Oh Mann. Ich repariere alles. Oh, das wäre ein Fest für einen Brawl, aber ich habe keinen Brawl. Leider. Ich habe nie einen gezogen oder gecraftet. Ebenso ein Fest wär's gerade für meinen Wütenden Berserker und einmal Wirbelwind. Das wäre wahrscheinlich auch gut.
Mehr Schmerzen. Mehr Schmerzen, genau. Dieses Mal aber bitte mach keinen Scheiß, bitte mach keinen Scheiß. Ah, verflucht, warum auf ihn? Du blöder. Ah. Das ist doch nicht wahr. Execute, weg damit. Brauche ich nicht. Plus ein Angriff. Oh. Das ist so bitter. Bitter, bitter, bitter. Oh, der kommt, Handy. Gib eine Karte. Ja. Boah. Okay, das wird ein bisschen schmerzhaft. Andererseits, ich muss es machen. Hallo Loatep. Ich habe so viele Karten, mit denen ich einfach Rüstung kriege im Deck. Au. Schredder. Nee. Unschön. Das Ende naht. Für ihn ein Fest eines Feuerballs oder Frostblitzes. Meins vom Beil braucht er nur, hat er gewonnen. Oder wahlweise auch ein Silence. Oh nein. Umkehrschalter? Auf. Auf. Danke. Ich bekomme ein bisschen Rüstung. Wie viel waren das jetzt? Nur 4? Nee. Da, 4. Doch. Oh, wow, der hat aber ganz schön Angriff gekriegt. Rein theoretisch. 15, 16. Nein. Das wird nicht reichen. So, Schild, Schlag, bitte. Kampfesboot. Oh, darf ich hier Karten ziehen? Schild, Schlag, bitte, Schild, Schlag, komm. Nein. 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 Ach, komm schon. Jetzt muss ich echt meinen... Mano. Nee, muss ich nicht. Bekomme Nummer 5 Angriff. Oh wow. Das ist ein Angriff. Der Juggernaut. Ha. Wo ist ihn entfernt? Scheiße. Okay, nächste Runde werde ich mich hochpushen mit Alex Strasser. Verfluchter Mist. Oh, das wäre so ein schöner Schlag in die Fresse gewesen mit 20, ey. Oh. Ich frage mich, ob... Hätte ich noch einen zweiten Wirbelwind gehabt? Meine Fresse, das hätte echt... Das hätte echt Party gemacht. Ich repariere alles.
Ah, die Schildmatt, cool. Hm. Andere Möglichkeiten? Ja, gibt es noch. Haben wir den kaputt? Dann habe ich noch 12 Leben. Mit ihr. Und noch mehr Leben. Und damit habe ich noch eine Waffe. Ah, das ist eine Sägeblatt. Du bist zu spät, Kollege. Ich bringe Leben. Schon wieder. Und ich führe. Yay. Was irgendwie unverdient ist. In etwa so wie das Real Madrid weitergekommen ist, obwohl sie gegen Schalke 3-4 verloren haben. Ist dann... Ah. Gibt es was zu tüfteln? Jetzt wird's ungesund. Das ist eine gute Aussage, ja. Keine Verwandlung, dann kriegst du auf einmal 8 Schaden einfach so ins Gesicht. Ich glaube, es ist ihm bewusst. Ah, da kommt ein Feuerball. Das macht er gerade schlau. Bringt sie runter auf Dingens? Nein, macht er nicht. Doch, macht er. Hat er gut gespielt. Das muss ich mitlassen. Aber... Ich mache nächste Runde platt mit dem Blutschrei. Das dürfte so ziemlich set sein. Ein Feuerball. Heißt, er hat wahrscheinlich noch einen im Deck. Außer er spielt den Mechmagier so, dass er keine Feuerballe spielt. Häufig gesehen. Gut gespielt. Aber 2-1. Und eine goldene feurige Kriegsaxt. 2-11. Ach, seine Quote. Er hatte gemeint. Sobald die Krieger in wenig HP-Bereich kommen, dann schlagen sie alle zurück. Das ist wie ein Fluch. 2-11 jetzt schon. Mechmesh gegen Vary. Art. Schurke und Vary sind böse, alles andere ist okay. Ja. Ah, kein Ding. Immer wieder gern. Ich meine... Ich spiele gern gegen Leute und nehme es auf. Ich meine, es ist gute Werbung für den Kanal. Und wenn der Kanal gute Werbung kriegt, dann ist es auch immer gut. Das heißt, wenn du gerade zugeschaut hast, ich grüße dich einmal, Enix. Und die anderen Leute, wenn ihr gegen mich spielen wollt, die es gerade sehen oder so, wie auch immer, dann schreib mich ruhig an. Der Battle.net Tag befindet sich unten in der Info. Und ansonsten könnt ihr, wenn ihr wollt, dem Video wie immer eine Bewertung geben, Kommentare abgeben oder auch abonnieren. Wer weiß, vielleicht komme ich wieder zurück zu Hearthstone irgendwie. BlackRock kommt ja nächsten Monat schon raus, meine ich. Und ja. Vielleicht werde ich mit BlackRock wieder ein paar Folgen aufnehmen. Also das klassische BlackRock, nicht BlackRock Foundry, sondern BlackRock
Upper Spires, Lower Spires, Deeps, Molten Core, Black Ring Lair, oder wie es alles heißt. Ah, wer weiß, vielleicht mache ich da wieder was. So, und nachdem ich jetzt noch die kleine Konversation beendet habe, möchte ich mich nochmal bedanken fürs Zuschauen und sage bis dahin. Ciao, ciao.